Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem griefergames.net Server. Und seit langem gibt es mal wieder was auf griefergames.net. Ich bin nämlich jetzt hier auch mal wieder aktiver. Ich hatte ja schon mal ein Video hochgeladen zum griefergames Comeback. Danach war ich erstmal wieder ein bisschen weg von griefergames. Jetzt spiele ich aber hier wieder aktiver und deswegen gibt es heute auch ein Video auf dem Server. Und ich habe hier auch mein tolles Schildchen vom Labymod Adventskalender. Und wie ihr es im Titel bereits gesehen habt, ich habe mein Haus ordentlich erweitert. Und ich habe mir den Alias, ich wusste gar nicht, dass ich war selbst verblüfft, dass es den noch nicht gibt. Mit /p-mansion kommt man jetzt auch zu meinem Haus. Ha! So, ich werde jetzt mal den F5-Modus wechseln und da sieht man auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall ein bisschen was passiert. Nebenan baut hier noch mein Bruder seinen Shop. Vielleicht, obwohl, doch ich denke mal, der wird hier irgendwo noch einen geästern haben. Ich würde sagen, der Vorgarten hat sich auch geändert, beziehungsweise es gab früher überhaupt gar keinen Vorgarten. Für die OG-Leute, die wissen auf jeden Fall, wie mein Haus vorher aussah. Der Polar-Teddy war hier auch schon mal zur Besichtigung. Ja, jetzt haben wir hier ein ordentliches Anwesen, wie ich finde. Es gibt hier auch eine Nachricht. Willkommen auf dem Anwesen von der Teddybär. Da kommt man dann hier hin und hat auf jeden Fall schön umzäunt mit Laub und Andesit, alles poliert. Und dann haben wir hier eben einen schönen großen Brunnen. Und dann kommen wir hier eben zum Haus. Hier war nämlich... Oh, jetzt hat es kurz geruckelt. Kann, obwohl... Ich glaube, ich lasse den Schädel lieber aus. Hier war nämlich früher Schluss. Und das ging alles nur bis zu diesem Stamm. Das hier vorne, das alles, das ist komplett neu. Die Felder habe ich hier dementsprechend erweitert. Man kommt jetzt auch hier rein an den Seiten. Und da habe ich hier noch so zur Deko diese Laubköpfe aufgestellt. Und das hier ein bisschen höher gesetzt, damit es nicht so aussieht, als hätte man direkt eine Decke über dem Kopf. Hier habe ich noch ein Schild, wo immer drauf steht, ob ich gerade on bin oder nicht. Und dann, das ist ja erstmal alles so geblieben. Außer hier, hier gibt es noch dann eine Gartenerweiterung. Die zeige ich euch später. Wir kommen mal zum Keller. Erstmal lachen wir hier Montgomery Burns aus. Super. Ja, hier haben wir eine kleine Erweiterung im Keller. Im ersten Geschoss, da habe ich das hier ein bisschen ja, freundlicher gestaltet. Und hier war ja alles offen. Von oben konnte man runterspringen auf den Slime-Block. Jetzt sind hier so Falltüren. Ich bin am Überlegen, ob ich hier Aufzüge mache. Ich will es machen, aber ich finde es aktuell noch viel zu teuer. Deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Dann haben wir hier, ja... Der zweite Untergeschoss, der ging ja auch, glaube ich, nur bis hierhin. Den habe ich heute fertig gemacht. Der geht jetzt bis dahinter. Da ist jetzt hier alles schön sortiert, damit ich auch wieder einen Überblick habe. Das dritte Untergeschoss war ja Essen. Das hat sich bis jetzt noch nicht verändert. Aber ich will hier noch so eine kleine Brauecke hinmachen. Deswegen habe ich das schon mal hier hingestellt. Das ist halt noch im Bau, sage ich mal. Und der vierte Untergeschoss, da gibt es jetzt hier die Erweiterung. Hier gibt es jetzt so... Kann jetzt nach unten gehen und hier hat man jetzt die ganzen Spitzhacken, Äxte, Schaufeln und hier habe ich noch Wasser und Lava-Eimer und ein paar Anvils. Und hier ist jetzt eine große Erweiterung für die ganzen Rüstungen, damit ich die nicht in den ganzen Truhen aufbewahren muss. Finde ich auch ganz schick. Hier noch Bücherregale, da sind dann die ganzen Papiere drin, wo gehört welche Rüstung hin, so demnach. Und hier hat sich auch eigentlich nicht viel geändert. Hier ist jetzt die Level 30 Verzauberungsecke hinzugekommen. Ich finde das mit den Stufen, das habe ich selbst gemacht. Habe ich, glaube ich, noch nirgendwo gesehen. Finde ich aber auch ganz schick und mit der Lampe hier oben auch nice. Und hier gibt es noch einmal um die Ecke eine Erweiterung, Pferderüstung, ganz viele Banner. Dann verschiedene Items, Schallplatten, Tränke, Brauzutaten, alles mögliche so. Okay, und hier habe ich jetzt noch zur Deko zwei Bücherregale hingetan, damit das nicht ganz so leer aussieht. Sonst ist ja auch eigentlich normalerweise immer unter den Treppen halt. Deswegen habe ich da auch was hingepackt. Also in den Obergeschossen habe ich noch nicht so viel gebaut, da bin ich bis jetzt noch nicht so gekommen. Hier steht immer noch dieser Tisch, aber ich habe überall schon mal hier ist so ein kleines Regal noch hingemacht, wo man Sachen abstellen kann. Und hier in jedem Geschoss steht halt...
so, ja, also ich finde es an Deko schön und es leuchtet auch gleichzeitig aus. Die Küche habe ich ein bisschen verändert. Hier kann man jetzt auch, na gut, also einen richtigen Blick ist das jetzt nicht, aber gibt es jetzt auch so kleine Schränke mit diesen, ja, halt, womit man die Türen aufmacht. Ihr wisst schon, was ich meine. Und genau, hier haben wir jetzt noch einen schönen Tisch mit einem Brot drauf. Ich kann jetzt am 31.12. wieder Slash-Kopf machen. Deswegen hole ich mir dann mehr Dekoköpfe. Ich habe bis jetzt nur dieses eine Brot. Das sah auf dem Bild auch irgendwie anders aus. Aber das sieht auch aus, als hätte das Brot ein Auge. Aber okay. Ich finde, die Stühle sind auch ganz gelungen. Das mit dem Schild habe ich mal so gemacht. Finde ich, sieht dekorativer aus, als sie einfach leer zu lassen. Dann gehen wir nach oben. Hier ist noch. Ja, hier ist schon mehr, aber eben auch nicht so viel. Hier war ja Schluss. Oh, da geht mein Flybooster zu Ende. Supreme, der Teddybär. Oh mein Gott, jetzt bin ich arm. ja, hier war ja Schluss und jetzt kam ja hier die Erweiterung. Da drüben habe ich jetzt ein Bad gebaut mit so einer Badewanne und hier noch so kleinen Deko, eine Toilette. Das, so ein Badezimmer. Das war ja, glaube ich, ja, das war schon da. Das, die beiden Sachen hier nicht, die habe ich neu gemacht. Und hier ist jetzt noch eine kleine Kommode und halt ein schickes Bett, wo ich nie drin penne, weil ich schlafe nie in Minecraft. Okay. Hier oben habe ich an sich noch nichts außer diese schicke Schrankwand hingemacht. Da sind halt oben diese. Ja, Regale oder so, die man halt nach oben schieben kann. Und hier ist halt noch Ablage-Stauraum. Hier kann man gleich nach oben gehen. Hier ist aber halt eben noch nicht alles eingerichtet. Das kommt eben noch, scheint mir auch unbedingt. Möbelideen, also jetzt nicht welche von der Mystery Mod, sondern von Vanilla 1.8.9 rein. Denn ich will mein Haus möglichst Mystery Mod frei haben, damit das auch nicht komisch aussieht, wenn da ein Non-Mystery-Mod-Spieler kommt. Ich selber spiele ja auch nicht mit der Mystery-Mod, sondern wie gewohnt mit der Labby-Mod. Hier an sich ist halt eben alles noch leer. Da bin ich jetzt, ich weiß noch nicht, was ich hier reinmache. Vorschläge gerne in die Kommentare. Und zu guter Letzt kommen wir noch zum Garten. Den habe ich, da saß ich jetzt auch zwei, drei Tage dran, den zu bauen. Oder waren es vier? Ich weiß schon gar nicht mehr, so viel ich gebaut habe. Hier gibt es jetzt diese kleine, ich sag mal, Veranda mit dem Ausblick auf ja, die Sterne, wenn welche da wären. Und hier kann man jetzt raus. Und hier sieht man den Garten. Ich gehe mal nach hier oben. Ja, so sieht das bis jetzt aus. Ich will da noch einen Mikrofonkopf in den Pavillon setzen, aber ich habe bis jetzt noch keinen Spieler gefunden, der einen Mikrofonkopf hat. Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich das Ganze mache. Hier so eine kleine Ecke für den Sommer. Ein Sonnenschirm und zwei Liegestühle. Ein kleiner See oder Teich eher gesagt. Hier ein Blumenbeet. Hier ein ja, Brunnen, wo man Wasser schöpfen kann. Hier eine Feuerstelle mit einem solarangetriebenen Grill. Betriebenen Grill und ja, Sitzmöglichkeiten natürlich schön mit Teppich. Und hier ist so ein Ei von mir selbst erstellter Pavillon. Da dachte ich mir, lass ich mal meine Fantasie spielen. Das wäre schön, wenn es hier verbunden wäre, aber ich glaube, es geht auch. Boah, geht das in neuen Versionen? Ich glaube nicht. Hier soll jetzt noch so ein Mikrofonkopf drauf kommen. Man kennt ja, also es. Ich weiß nicht, ob es. Also, mehr Videos habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Ich habe früher mal in Musikvideos gesehen, wie sie immer in den Pavillons da gesungen haben, mit der Gitarre standen. Deswegen wollte ich das so ähnlich machen. Und hier das, was ich zuerst gebaut habe, und zwar das große Baumhaus. Und es ist super verwirrend, dass ich gerade auf meinem Bildschirm den Schatten von meinem Mikrofonarm sehe. Ach so, weil ich, ja gut, hier stand sonst die CSI-Box davor, deswegen ist das jetzt so, okay. Vergessen ihn zu rücken, ich bin hier gerade schon wieder am Umwurschteln. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu Weihnachten bekommen habt.
Ich werde irgendwann hier wieder eine Room-Tour-Update machen, weil ich habe jetzt wieder zu Weihnachten ein paar Sachen bekommen, womit ich mein Zimmer dekoriert habe. Aber jetzt geht's weiter mit dem Baumhaus. Das habe ich komplett selbst gebaut. Leider gibt's das nicht fertig. Hier ist der Eingang. Und ja, hier haben wir eine kleine Sitzecke. So ein Kühlschrank, den müsste man so machen und dann kommt das Brot raus. Hier eine kleine Sitzecke mit, also wo man sich richtig hinsetzen kann mit dem Arsche. Hier kann man sich auch richtig hinsetzen, aber hier hat man eben noch einen Tisch. Hier ist so eher für Hunde und so Tiere. Hier eine kleine Lagerecke, Stauraum, ein Ofen, dann ein Flaschenzug mit ja, Wasserkessel, eine Schlaf Möglichkeit mit wieder einem kleinen Nachttischschränken. Dann geht es hier weiter. Dann haben wir hier schon den ersten Ausblick. Und ja, hier haben wir Glowstone, die uns den Weg weisen in der Dunkelheit. Hier ist das zweite Geschoss. Auch nochmal mit einer schöneren Schlafmöglichkeit, wie ich finde. Hier so nochmal einen kleinen Stauraum. Kleiderschrank kann man es auch nennen. Hier jetzt Regale und nochmal einen Schreibtisch und Bücherregale, Deko und natürlich Licht, damit man was sieht. Dann geht es weiter hier nach oben. Und das letzte ist so ein kleiner Aussichtspunkt, wo man sich dann natürlich dann auch wieder hinsetzen kann. Und Rüstung bereit für den Angriff, falls Scammer 4 an meinem Haus vorbeikommt. Ey, dieses Haus habe ich ja noch nie gesehen. Ist ja lustig. Sonst renne ich immer in der Gegend rum, aber das habe ich nun wirklich noch nicht gesehen. Ja, das wäre es auch mit den Ver. Oh, da sieht man meinen Keller, schick. Aha, das sind aber nicht alle Etagen. Na gut, wie dem auch sei, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Haus findet und was ich hier noch alles so verändern kann. Das ist jetzt ein Dreier-Merch. Auf dem zweiten Guest von mir ist noch das Drop-Event-Guest. Das will ich eigentlich beibehalten, weil das schön. Ja, das OG-GS ist. Das hier ist zwar auch noch das OG-GS, aber halt mit einer fetten Erweiterung jetzt. Und ich finde, das Haus sieht einfach nur schön aus, vor allen Dingen der Garten, da bin ich sehr zufrieden mit. Schreibt mir trotzdem gerne Möbeleinrichtungen für die 1.89 Vanilla in die Kommentare oder auch, was ihr zu Weihnachten bekommen habt. Ansonsten würde ich sagen, abonnieren, Glocke aktivieren, eine Bewertung da lassen und ciao, Leute!